Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Und das ist wirklich ein Thema, was mir mehr und mehr am Herzen liegt. Viele kennen mich wahrscheinlich eher eben aus der Agilität, hatten wir ja schon im Interview auch ein bisschen eruiert. Ich möchte jetzt heute hier in diesem Impuls gar nicht auf Agilität eingehen. Da gibt es zwar auch eine Überschneidung, aber das war jetzt gar nicht irgendwie meine Idee, sondern die Idee ist wirklich, weil es ja Legacy and Innovation heißt, wirklich dieses Thema aufzugreifen. Und natürlich, man sieht die Anlehnung an Fridays for Future, deswegen Legacy for Future. Und Nachhaltigkeit beginnt mit Code. Die erste Frage, die man sich vielleicht stellt, warum ist es überhaupt wichtig? Ist Nachhaltigkeit nicht eher ein Thema für, ja, wie ich vorhin im Interview zum Beispiel auch gesagt habe, für Zementhersteller oder die Stahlindustrie oder ich weiß nicht, Transport und so weiter? Da ist zwar viel dran, aber das ist nicht das Einzige, wo hier irgendwie was passiert. Nämlich, es gibt hier verschiedene Vorhersagen. Eine Vorhersage, die sagt hier aus, dass in 2030, das ist schon gar nicht mehr so lange hin, Kommunikationstechnologie, also ICT, ungefähr 21% denn des Gesamtenergieverbrauchs ausmacht. Und das ist nicht wenig, finde ich. Also das heißt, wir haben sehr wohl da einen Beitrag und von daher können wir uns auch überlegen, wie gehen wir damit um. Und ich weiß auch sehr häufig, sieht man IT eher oder ICT eher als so die Rettung, sei es mit dem, dass ich jetzt nicht nach Hamburg gereist bin für dieses Meetup, sondern von zu Hause das mache und so weiter. Und das macht natürlich Software möglich. Aber es gibt eben auch die andere Seite der Medaille hierzu. Und das ist eben die, dass da sehr wohl einiges an Energie auch verbraucht wird. So viel dazu. Also es gibt einen Grund. Dann möchte ich aber erst noch, bevor wir wirklich einsteigen in das Thema, oder das ist auch ein Einstieg in das Thema, klären, was ist überhaupt Nachhaltigkeit? Da gehe ich erstmal ein gutes Stück zurück, nämlich zu dem Brundtland-Report von den Vereinigten Nationen, und da heißt es eben, nachhaltige Entwicklung ist Entwicklung, die eben sowohl unsere aktuellen Bedürfnisse aufgreift, aber dies tut, ohne die Bedürfnisse der zukünftigen Generationen hier zu kompromittieren. Und abgeleitet davon, also das war auch so ziemlich das Erste, was so zu Nachhaltigkeit an Definition kam von dem Brundtland-Report. Abgeleitet davon haben die Vereinten Nationen, das ist ja gut hier, Vereinten Nationen 17 Ziele abgeleitet, Sustainable Development Goals, die eben in verschiedenen Gebieten irgendwie das Problem adressieren. Da will ich jetzt aber auch nicht wirklich eingehen, das ist mir im Moment zu kleinteilig. Was man vielleicht verstehen muss, dass Nachhaltigkeit und auch diese 17 Ziele tatsächlich in drei verschiedene Bereiche fallen. Und den einen Bereich habt ihr gerade schon ein Stück weit auch kennengelernt, nämlich wo es darum geht, irgendwie Carbon Footprint, unser Energieverbrauch und sowas. Das ist aber nicht der einzige. Und anfangen möchte ich erstmal mit einem anderen, nämlich ein Bereich, in dem Nachhaltigkeitsziele fallen, ist der soziale Bereich oder auch wird auch mit People, also den Menschen hier gesehen. Und zwar geht es darum, ganz grob, dass man eben Armut beenden möchte. Da gehört alles Mögliche dazu. Zum Beispiel gehört da auch Inklusion mit dazu. Also es geht um den Menschen, dass der Mensch eben hier mitgesehen und mitbedacht wird. Dann der zweite Bereich, in was wo Nachhaltigkeit eine Rolle spielt, ist eben das, was wir auch schon ein Stück weit angeschaut haben, nämlich die Umwelt, unser Planet, die Erde. Und es geht darum, den Planeten zu schützen und eben da kommen natürlich die Geschichten her, wie Klimaziele und wie erreichen wir die und all sowas. Dann gibt es noch einen dritten Bereich, habe ich schon gesagt, nämlich den wirtschaftlichen Bereich oder auch Profit. Nämlich, es geht darum, dass man wirklich versucht, das Leben und auch die Chancen, Möglichkeiten von jedem überall
verbessern möchte. Das heißt, diese drei Bereiche zusammen, das ist eigentlich das, was wir unter Nachhaltigkeit verstehen. Und das sind auch die 17 Sustainable Development Goals von den Vereinten Nationen, die fallen genau in diese drei Bereiche. Das heißt, das ist nicht damit getan, dass wir irgendwie hier unseren Carbon Footprint in Deutschland reduzieren, zum Beispiel auf Kosten von, sagen wir mal, irgendwas, was dann nachher in Bangladesch passiert oder sowas. Also das heißt, man muss es immer holistisch, gesamtdenken. Und da gehört auch eben wieder dieser wirtschaftliche Aspekt dazu, eben von jedem und an jedem Platz. Also alles gehört hier mit zusammen. Das zur Definition. Jetzt möchte ich für die verschiedenen Bereiche ein paar Beispiele rausgreifen und vorstellen, nämlich was hat das jetzt mit Legacy for Future tatsächlich zu tun. Und angefangen damit, E-Waste, ein Riesenthema. Ich habe jetzt aufgrund von heute dem Meetup auch nochmal angeschaut und festgestellt, es gibt jetzt tatsächlich schon den neuen E-Waste Monitor 2020. Bisher habe ich immer den von 2016 hergenommen. Also es geht hier voran, der wird auch nicht jährlich erstellt, sondern alle paar Jahre. Nämlich in 2019 wurden 53,6 Tonnen von E-Waste generiert. Und das sind wirklich 21% mehr in den letzten 5 Jahren. Und nur mal, um so ein Beispiel zu haben, das sind also 5400 Eiffeltürme oder auch einen anderen Vergleich, den man manchmal daher zieht. Das sind 11 Pyramiden in Giza. Giza ist Englisch. Das spricht wieder mich an, weil ich sehr gerne in Ägypten bin zum Tauchen. Also von daher dieser Vergleich auch, der passt da auch ganz gut. Jetzt kann man ja auch sagen, okay, wir machen doch eher Software und hier sehe ich doch den ganzen E-Schrott. Was hat das wirklich mit mir zu tun? Es hat das damit zu tun, dass ich mal erstmal an euch alle die Frage stellen möchte, inwiefern oder wie häufig kommt das vor euch, dass ihr eine neue Hardware kauft aufgrund der Software, die nicht mehr gut genug läuft. Also irgendwelche Apps, die nicht mehr funktionieren und deswegen man sich dann ein neues Handy kauft oder dass die Software zu langsam ist und man deswegen irgendwie ein neues Gerät anschafft. Und letztendlich geht das unseren Kunden auch oftmals so. Das heißt, wir haben die Software, die schon lange im Einsatz ist und wir erstellen neue Feature oder aktualisieren Features und das führt dazu, dass manchmal der Kunde dann entsprechend auch die Hardware upgraden muss und das heißt, auch wir mit der Software, die wir erstellen, müssen uns öfter fragen, inwiefern läuft das System tatsächlich auch noch auf irgendeiner alten Hardware, auf irgendeiner alten Plattform. Und man kennt das ja auch von diversen anderen, also auch bei Microsoft oder so wird man dann ja auch immer wieder mal dazu gezwungen, jetzt endlich mal irgendwie abzudaten und das kann dann aber der alte Rechner nicht mehr, vorher kauft man dann einen neuen und so weiter. Also dieser Druck auf neue Hardware kommt üblicherweise von der Software und das heißt, das liegt auch mit in unserer Hand. Ein anderes Beispiel, was ich noch aufzeigen möchte, ist, Software erstellen wir, aber die läuft ja auch irgendwo. Und heutzutage läuft sie eben fast immer in der Cloud. Und eine Cloud beziehungsweise die Datencenter, die brauchen sehr viel Energie. Und da vielleicht gehe ich da auch mal nochmal zurück. Hier die Datencenter, das war hier dieser grüne Bereich. Das heißt hier, das ist schon ein relativ großer Teil, den wir hier da auch sehen. Jetzt ist das so, dass unterschiedliche Hersteller sich unterschiedlich dazu positionieren. Inzwischen ist es zwar so, dass jeder sagt, also egal, ob wir hier irgendwie, also Google war, glaube ich, so ziemlich die Ersten, die da mit sich befasst haben, dann aber auch Apple, Microsoft und inzwischen auch Amazon. Alle sagen, ihr Ziel ist irgendwie carbon neutral zu werden oder sonst irgendwie was.
Google ist meines Wissens nach wie vor die einzige Firma, die es geschafft hat, dass sie mit ihrem Cloud-Datencenter tatsächlich carbon-neutral hier sind. Und dass sie haben da auch immer wieder so White Papers, wo sie darüber berichten. Also sie sind auch sehr transparent dazu, wo sie entsprechend eben sagen, ich höre hier Geräusche im Hintergrund. Kann das jemand mal muten? Ja, dass sie eben ihre Energie ziehen jetzt komplett aus regenerativen Quellen, Solar- und Windfarmen, und insofern sie damit auf einer bisschen ja, besseren Seite stehen. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich Werbung machen möchte für Google, das, da habe ich auch irgendwie nichts damit zu tun, zumal die auch andere Sachen, Themen haben, die nicht wirklich gut laufen bei denen, auch was Nachhaltigkeit angeht, vor allem im sozialen Bereich. Aber mein Punkt ist eher, wenn wir ein System haben, was eben entsprechend auf irgendwelche Datenzentren zugreift oder in der Cloud läuft, dass wir doch zumindest uns überlegen sollten, dass, also woher kommt die Energie? Dass das eben genauso eine Frage ist wie irgendwelche technischen Aspekte dazu. Also dass wir auch da sagen, bei der Auswahl von einer Cloud oder einer Umstellung des Systems auf eine bestimmte Cloud, dass wir da auch mit betrachten sollten, wo kommt eigentlich die Energie her? Und Andrew Sheen hat das ziemlich gut, finde ich, auf den Punkt gebracht. Der ist Redakteur vom CACM. Ich weiß nicht, also ACM ist halt so einer der großen Verbände für Software-Ingenieure, nämlich dass es Zeit ist, dass wir auch tatsächlich in die Verantwortung gehen und sie übernehmen. Also, dass wir es erkennen. Ich möchte jetzt weitergehen. Nächstes Beispiel, nämlich der wirtschaftliche Aspekt. Also, wir waren jetzt bei Planet und das war ja People, Planet, Profit. Das heißt, das nächste Thema ist Profit. Und da ist ein Beispiel, das gibt es leider inzwischen in verschiedenen Varianten von unterschiedlichen Firmen. Chef kennen wahrscheinlich die meisten, eben auch ein System, was in der Cloud läuft. Und ein Kunde von denen, das ICE, das hat nichts mit unserem Zug zu tun, sondern Immigration and Custom Enforcement in den USA setzen auch Chef ein. Und da wurde eben festgestellt, dass diese Software auch dazu verwendet wird, um diese Camps zu organisieren, wo entsprechend die mexikanischen Familien, die Immigranten voneinander getrennt werden, wo die Kinder eingesperrt werden, also das, was teilweise sogar auch als Konzentrationslager bezeichnet wird. Ich finde den Begriff in Deutschland zu verwenden, finde ich sehr, sehr schwierig. Aber wenn man im Englischen liest, dann wird eben dieser Begriff da auch teilweise verwendet. Der Punkt, auf den ich raus will, ist, dass ICE ist schon lange ein Kunde von Chef. Also diese Verträge sind irgendwie alt und die wurden dann erneuert. Und dann ging es darum, dass man eben, dass einige der Entwickler das festgestellt haben, dass das so ist, dass ihre Software dafür verwendet wird. Die sind dann hergegangen und an Chef, ans Management hergegangen, haben gesagt, na, so haben wir uns das aber nie vorgestellt, als wir hier die Software entwickelt haben, und wir sollten direkt von den Verträgen zurücktreten und eben dann verzichten wir auf dieses Geld. Deswegen ist es auch im wirtschaftlichen Bereich auch mit ein Teil hier und eben verlieren dann entsprechend auch den Kunden. Chef ist darauf nicht eingegangen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo einer der Entwickler, der eben seinen Code, also der war jetzt nicht Angestellter, sondern er hat einfach seinen Code dazu auch beigetragen als Open-Source-Entwickler, ganz normal, wenn man will, und der hat einfach seinen Code gelöscht. Er hat halt gesagt, also ich habe den nicht dafür geschrieben, dass dann das System so eingesetzt wird. Und der hat den gelöscht, woraufhin dann die Software tatsächlich nicht mehr verwendbar war, und damit war der Druck hoch genug, dass tatsächlich diese Verträge aufgelöst wurden. Das ist alles gar nicht so lange her, also ich meine, das war 2018 oder 2019 sogar,
Und das, worum es mir hier eigentlich geht, ist, dass wir häufig Software entwickeln mit dem Blick auf den Kunden und dann aber und gucken, dass der zufrieden ist, aber dann manchmal gar nicht mehr gucken, was macht der eigentlich damit. Also ich denke einfach, die Verantwortung müssen wir auch haben dafür, was wird eigentlich mit den Systemen gemacht, was unterstützen wir damit und wollen wir das? Und ich sage auch damit nicht, was weiß ich, was alles Mögliche ist hier nicht okay oder das ist okay und jenes nicht, sondern eher, wir sollten uns einfach bewusst darüber sein, wofür wird es eingesetzt. Und es kann gut sein, dass es irgendwann mal eingesetzt wurde für irgendwas, was völlig in Ordnung war. Aber wie man hier an diesem Beispiel sieht, wir sprechen hier über Legacy, das wurde entsprechend weiterentwickelt und gewartet und auf einmal merken wir aber, dass inzwischen das System für was ganz anderes eingesetzt wird, als wir uns das je überlegt hatten. Der Larry Fink, da muss ich ja fast auch schon ein Disclaimer machen von BlackRock, weil BlackRock ist jetzt auch nicht gerade irgendwie eine Firma mit komplett weißer Weste, aber trotzdem finde ich sehr gut, was er da gesagt hat, dass einfach klar sein muss, dass Unternehmen auch eine Verantwortung haben in der Gesellschaft, dass es hier einen tieferen Sinn geben muss und dass es nicht nur darum geht, finanziell hier wirtschaftlich irgendwie immer nur nach vorne zu gehen, sondern wirtschaftlich erfolgreich zu sein, bedeutet eben auch, dass man einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leistet. Und das von jemandem von BlackRock, das finde ich ja eigentlich schon ziemlich heftig. Würde ich jetzt nicht unbedingt so erwarten. Dann nächstes Beispiel und jetzt kommen wir in den People-Bereich, also den sozialen Aspekt hier. Und da habe ich doch kürzlich gefunden, ein wunderbares Beispiel aus Deutschland, nämlich die Luca-App. Von der ich super begeistert bin, in Anführungszeichen. Also ich, wie auch immer, das ist wahrscheinlich ein Thema für sich. Auf jeden Fall kam da raus, dass die Luca-App, die ja Fehler hat ohne Ende, in verschiedenen Varianten, aber einer davon ist, dass sie wohl Probleme haben, was nicht deutsche Namen angeht. Unter anderem zum Beispiel, wenn ich einen Namen habe, der irgendwie asiatisch ist oder auch kyrillische Buchstaben beinhaltet, dann werde ich einfach gar nicht gewarnt. Also das ist halt das, was da rauskam und entsprechend hier auch JavaScript dazu. Also man kann sich das auch mit angucken und nachverfolgen, was eben auch heißt, wir denken oft zu sehr nur an uns selbst und weniger an, wer könnte denn das alles verwenden. Und dazu habe ich gleich noch ein noch vielleicht ein deutlicheres Beispiel, und zwar folgendes. Wir sitzen ja jetzt auch alle hier wunderbar in unseren virtuellen Konferenzräumen. Und das hier ist ein Beispiel aus einem virtuellen Konferenzraum, wie man schon sieht aus diesem Clip raus. Das ging hoch oder lief rund auf Twitter. Das sind eben die zwei Personen, die sich hier unterhalten. Und was jetzt passiert ist, die haben dann beide einen virtuellen Hintergrund eingeschaltet. Und der eben dunkel ist, ist plötzlich nicht mehr sichtbar gewesen, weil die Software so geschrieben wurde, dass eben das entsprechend nicht reflektiert auf einer dunklen Haut, sondern nur auf einer hellen Haut. Und meiner Meinung nach ist das ja, also ich bin mir sicher, das hat keiner mit Absicht gemacht. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das mit Absicht gemacht wird, sowas. Ähnliches wie auch dieses Beispiel, was wahrscheinlich auch der eine oder andere schon mal gehört hat, mit dem Seifenspender, der eben nicht funktioniert, wenn die Hand schwarz oder braun, dunkel ist, weil eben da auch das eine Reflexionsgeschichte ist und das falsch programmiert wurde. Und für mich ist hier eher der Punkt, wir müssen alle viel mehr darauf achten, unseren Blick zu weiten. Also Blick zu weiten, inwiefern vielleicht auch jemand in irgendeiner Form eine Behinderung hat oder sonst wie anders ist, als wir es sind, als unser Team es ist. Und
ich habe das dann mal auf den Punkt gebracht. Dann hat ein Kollege von mir gesagt, oh, ich glaube, das ist Eckstein's Law. Und unter dem habe ich das jetzt hier immer. Nämlich, dass, so wie ich das sehe, ein Unternehmen ein Design produziert, das den Bias des Unternehmens reflektiert. Also, und wenn euch das erinnert an Conway's Law, dann ist es natürlich davon abgeleitet. Das Ding ist, wenn wir in unseren Unternehmen nicht wirklich divers sind, dann wird es auch schwierig für uns, an Leute zu denken, die eben anders sind wie wir. Und wie gesagt, dieses Beispiel jetzt mit dem Video war eins. Ich hatte noch ein anderes gesehen. Ja, da wurde davon ausgegangen, dass jeder Name mindestens 3 Buchstaben hat. Dabei gibt es halt in Asien oftmals auch welche mit nur 2 Buchstaben. Und die Person konnte dann gar keinen Account erstellen. Also es gibt hier Varianten von Sachen. Und an was wir einfach denken sollten, ist, nicht jeder ist genauso wie wir und uns immer wieder hinterfragen, wer könnte denn dieses System noch wie verwenden wollen? Und vielleicht auch, wenn ihr mit Personas arbeitet, vielleicht auch immer wieder mal überlegen, was wäre denn, wenn die Persona tatsächlich komplett das Gegenteil von dem ist, was ihr euch so als typischen User hier vorstellt? Und was passiert denn dann? Wie wird denn dann das System wahrgenommen? So, und jetzt ist vielleicht die Frage, was mache ich denn jetzt wirklich? Jetzt habe ich schon ein bisschen Ausblick gegeben, vielleicht ist es teilweise andere Fragen zu stellen. Also so, was machen wir denn jetzt? Und ich möchte mal Beispiele für die verschiedenen Bereiche geben, was wir uns zum Beispiel fragen können. Und speziell auch, eben wenn es jetzt darum geht, das ist eher ein System, was wir warten. Aus dem Social-People-Bereich ist es zum Beispiel eine Frage, was können wir denn eigentlich machen, damit es schwieriger für Hackers wird, überhaupt Zugriff zu haben auf unsere Daten oder auch auf das, wie wir irgendwie die Daten der Benutzer tatsächlich hier speichern. Also das ist jetzt ein ganz anderer Blick, den habe ich bisher gar nicht gebracht, aber das gehört halt auch mit dazu, also Datensicherheit. Und was machen wir eigentlich und was können wir tun, da noch besser werden? Dann auf der Environment, Umgebung, Umweltverschmutzungswarte. Welche Hardware-Kapazität muss dann eigentlich verfügbar sein, damit das System tatsächlich läuft und zu welchem Grad ist es tatsächlich dann immer ausgelastet? Man kann sich auch überlegen, inwiefern ist es benutzt es tatsächlich oder wird Energie wirklich gezogen, selbst wenn niemand das System gerade benutzt, aber es ist hochgefahren. Also ich weiß, dass ich hier auf meinem Rechner gerade einiges habe, was hier meine CPU sehr belastet und ich wie so oft nicht genau weiß, warum eigentlich. Also da, glaube ich, haben wir alle irgendwie was damit zu tun, von den Systemen, die wir erstellen. Dann auf dem wirtschaftlichen Bereich, ist es eigentlich ethisch sinnvoll, den Markt zu kreieren, den wir gerade kreieren, und ist es ethisch sinnvoll, das Produkt so zu verwenden, wie wir uns das eigentlich gedacht haben? Und die Antwort mag ja sein oder nein sein, was auch immer. Also mir geht es mehr darum, tiefere Fragen sich zu stellen und das System, an dem wir arbeiten, tatsächlich auch von den unterschiedlichen Aspekten her anzudenken, also zu durchdenken, damit wir wirklich gucken, dass das System, was wir erstellen, nachhaltig ist im Sinne von diesem People, Planet, Profit, also wirklich in allen Bereichen. Und damit komme ich aber auch schon oder auch nicht schon zum Schluss, nämlich Legacy for Future bedeutet, dass wir wirklich Nachhaltigkeit in unsere Produkte rein entwickeln müssen. Und zwar bei dem Bereich, wenn wir schauen auf die Menschen, nämlich Diversität und Inklusion und auch darauf achten, haben wir irgendeinen Bias hier, der uns nicht bewusst ist. Das ist ja
sagte ja vorher schon, ich glaube nicht, dass hier irgend sowas mit Absicht gemacht wird. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber wir haben alle einen Bias und wahrscheinlich sogar mehrere. Und das einfach zu hinterfragen, darum geht das. Dann, was die Umwelt angeht, den Planet hier, einfach, dass wir wirklich auch Verantwortung zeigen für den gesamten Energieverbrauch oder den unseren CO2-Footprint, den wir hier haben, Fußabdruck. Schau, jetzt habe ich doch noch das deutsche Wort gefunden. Und zwar für das Gesamtsystem, also für nicht nur, was unser System braucht, sondern zum Beispiel auch, was die Cloud dann entsprechend braucht, was die Datencenter brauchen. Und dann vom perfekt wirtschaftlichen Aspekt, dass man sich ja auch immer wieder mal überlegt, kann denn eigentlich unser System auch hier irgendwie Probleme für Menschen schaffen? Also da war dieses Beispiel von Chef, aber es gibt auch ganz andere Themen. Kann es zum Beispiel verwendet werden, um Leute zu unterdrücken? Oder also da diverse Fragen, die man sich stellen kann. Und hier vielleicht nur so als ein Thema, es ist vielleicht eine kleine Werbung, aber ich mache zurzeit immer wieder mal so Workshops zusammen mit einer Kollegin von mir, die Claudia Melo, die bei den Vereinten Nationen arbeitet und wo wir eher Agilität hernehmen und sagen, wie können wir Agilität als Hebel verwenden, um mehr Nachhaltigkeit reinzubringen in das, was wir entwickeln, in unsere Produkte. Und damit schließe ich es oder auch öffne entsprechend dann, wenn wir dann nachher auf Fragen und Antworten kommen und hier nochmal, wie ich erreichbar bin. Und genau, wir hatten ja davor schon gesagt, einige Dinge habe ich geschrieben. Und womit es tatsächlich am meisten zusammenhängt, meiner Meinung nach, ist das Bossa, weil ein agiles Unternehmen, von dem wird erwartet werden, dass es sich auch um Nachhaltigkeit kümmert. Danke.